Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute spielen wir nicht FIFA, nein Freunde, wir spielen Pro Evolution Soccer 2016 und zwar die Demo-Version. Wir spielen hier mit Bayern gegen AS Rom und hier kann man ganz normal die Trikots auswählen, Anstoß, Stadion, Einstellungen und dann eben noch die Strategie und was wichtig ist, dass ihr den Controller umstellt und zwar auf Typ 2, denn mit Typ 1 ist die Controller-Einstellung ziemlich seltsam, da schießt man zum Beispiel mit Viereck und flankt dann mit Kreis, also sehr seltsam, das muss man nämlich auf Typ 2 umstellen, dann ist es so wie bei FIFA. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, also hier haben wir die Aufstellung und da finde ich etwas sehr interessant und auch ziemlich cool, denn hier könnte man bei Bernat den umstellen auf Vorstopper und dann hätte er ein 58er Rating. Das würde ich ziemlich cool finden, wenn das zum Beispiel in Ultimate Team wäre, denn dann könnte man zum Beispiel einen Thomas Müller auf dem rechten Flügel oder in den Sturm geben. Und dann hätte er eben ein anderes Rating. Das wäre auch ziemlich realistisch, wie ich finde. Ja, und dann geben wir noch Thiago da rein. Und dann Lahm hätte ein 89er Rating als Rechtsverteidiger. Auch richtig nice. Allgemein sind die Ratings hier viel höher als in FIFA zum Beispiel. Ja gut, Manuel Neuer hat einen 89. Aber ein Alaba hat dann zum Beispiel auch eine 89. Manuel Neuer hat eine 90, wollte ich natürlich sagen. Keine 89. Und dann können wir es eben schon sehen. Robben mit einem 92er Rating. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt eigentlich auch ins Spiel starten. Wir schauen uns das Ganze hier natürlich auch an, wie die Animationen vor dem Spiel so ablaufen, was man da alles zu sehen bekommt. Und alles in allem muss ich einfach sagen, das Spiel an sich ist gar nicht mal so schlecht aufgebaut. Die Grafik hier und jetzt, die geht eigentlich. Aber wenn man dann zum Gameplay kommt, ist es einfach eine absolute Enttäuschung. Das ist dann einfach ein absoluter Horror, wenn man das schon so sagen kann. Hier die Grafik, das passt eigentlich alles, die Spielergesichter auch. Aber das ist jetzt einfach mehr oder weniger schon eine Frechheit. Denn diese Spieler, die sehen einfach nicht richtig gut aus. Und dafür bezahlt man eben keine 70 Euro, ich zumindest. Mir ist das einfach nicht so viel Coins wert. Nicht so viel Geld wert. Und ja, dann würde ich sagen, ich zähle euch dann einfach während dem Spiel ein paar Punkte auf, die mir gefallen oder die mir nicht gefallen. Dann muss ich mich einfach, dann sozusagen kurzfristig entscheiden, was ich euch denn da erzähle. Ich lasse das Spiel einfach mal auf mich wirken und dann erzähle ich euch einfach ein paar Sachen. Ja, Ribéry mit der Flanke, Ribéry auf Robben, Robben mit dem 1:0, oh mein Gott. Und dann will ich euch schon das Erste sagen, und zwar habe ich vorher auch schon ein Spiel gemacht und mir ist aufgefallen, dass die Torhüter richtig mies sind eigentlich. Der Buffon hat nämlich ein 88er Rating, habe ich vorher nachgesehen. Und okay, das ist De Sante, ist gut. Ich habe vorher nämlich gegen Juve gespielt. Auf jeden Fall muss ein Tormann den Ball doch halten, wenn man ehrlich ist. Also vorher habe ich mit Robben genau in die Mitte geschossen und der Ball ist einfach mal ins Tor gegangen. Der Tormann ist einfach vollkommen daran vorbeigesprungen. Und das ist irgendwie schon ein großer Nachteil. Man sagt ja immer, in FIFA machen die Torhüter so viele Fehler, aber in Pro Evolution Soccer ist das, glaube ich, noch viel ärger. Und mein gut, der Kopfball war jetzt schon platziert und der war auch aus einer kurzen Distanz, aber die Torhüter an sich sind einfach nicht so gut wie in FIFA und das muss man echt mal gesagt haben. Eine weitere Sache, die mir richtig negativ aufgefallen ist, dass die Skills ziemlich kompliziert sind. Wenn man mit dem rechten Stick was macht, ich mache jetzt hier gerade was, dann macht er nur höchstens einen Übersteiger oder so. Aber mehr kann der auch nicht. Und wenn man dann so einen Roulette machen will, habe ich vorher nachgesehen, da muss man echt viele Tasten gleichzeitig drücken und das ist richtig kompliziert. Bei FIFA dreht man einfach nur den Stick und macht schon einen Roulette. Und wenn man irgendwas mit dem Stick macht, dann macht er sowieso irgendwelche Skills in FIFA. Und hier ist das halt einfach so, dass man da richtig komplizierte, Tastenabläufe sich einstudieren muss. Und das finde ich in FIFA auf jeden Fall wesentlich besser. Jetzt haben wir hier mal Ribéry mit der flachen Flanke. Flache Flanke auf jeden Fall mit 2x4. Das ist mir jetzt auch aufgefallen. Das weiß ich jetzt anscheinend auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Situation. Okay, Lewandowski, na gut. Okay, den hat der Tormann jetzt mal besser gehalten. Ne? Was mir noch aufgefallen ist, ist einfach, dass die Schüsse eigentlich gar nicht mal so schlecht sind. Also die Schüsse und die Pässe, die kommen schon halbwegs realistisch rüber. Im Gegensatz zu dem anderen Gameplay sind die Schüsse da schon ein richtiger Pluspunkt sozusagen in diesem Spiel. Das kann man fast schon so sagen, denn das Gameplay an sich verspricht irgendwie keine guten Schüsse, aber die Schüsse sind eigentlich ganz okay und die Pässe auch. Ich meine, der Pass war jetzt nicht gut, aber ich meine jetzt halt so von der Animation, wie dieser Pass eigentlich aussieht, das geht eigentlich halbwegs. Lewandowski dann mit dem Schuss schafft er leider nicht. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei diesem Distanzschuss oder in der nächsten Situation. Ich finde auch, dass sich die Spieler extrem langsam bewegen. Also die sind ziemlich träge alle. Jetzt fast das Tor, schade, fast das 2:0. Auf jeden Fall, die Spieler sind ziemlich, langsam. Und sie sind halt so,
ja, keine Ahnung, so, ja, okay, das, was war das vom Tormann gerade? Da denke ich mir schon, was macht dieser Torhüter? Der Ball kommt von 50 Metern Entfernung aufs Tor und der Tormann kann ihn nicht fangen. Auf jeden Fall, die Spieler sind ziemlich träge und langsam und auch nicht allzu beweglich. Das ist auch ein ziemlicher Störfaktor, wie ich finde. Und das ist auf jeden Fall wieder ein weiterer Nachteil. Und das ist auch ein Nachteil. Und zwar, wie der Tormann anläuft, das sieht doch so aus, als hätte er sich gerade in die Hose gemacht, wenn man ehrlich ist. Also das sieht wirklich nicht gut aus. Der läuft so komisch schräg an. Wieso läuft er einfach nicht ganz normal an, wie ein Tormann in echt auch? Das sieht einfach richtig blöd aus. Und das sind so Kleinigkeiten, die einen dann im Endeffekt doch stören. Also das ist schon eine richtig, richtig komische Sache. Und jetzt schauen wir einfach mal, was der da beim Eckball macht. Okay, den schießt anscheinend gar keiner. Dann warten wir einfach mal, ja, der... Alter, was war das denn bitte? Also sowas ist schon wirklich arg. Ja, was war das? Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Und hier können wir es dann auch gleich mal sehen, der Tormann. Wie der eigentlich ausschießt. Das sieht so lustig aus. Wie so eine alte Frau, die gerade, ich weiß nicht, so eine gebrechliche alte Frau, die einfach gar nicht Fußball spielen kann. Eine von wenigen Sachen, die mich an diesem Spiel überzeugt haben, das sind die Schwalben, denn das finde ich irgendwie richtig cool. In FIFA gibt es ja keine Schwalben. Die gab es, glaube ich, irgendwann einmal, aber jetzt gibt es sie nicht mehr. Und hier können wir sehen, ich mache jetzt einfach mal eine Schwalbe. Achtung, okay, jetzt ist Halbzeit. Na klar, genau wie ich die Schwalbe machen will. Auf jeden Fall zeige ich euch in der zweiten Halbzeit dann noch eine Schwalbe. Zur Halbzeit steht es eben 1:0 für uns und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon in der zweiten Halbzeit. Da sind wir also auch schon in der zweiten Halbzeit angelangt. Und jetzt zeige ich euch gleich mal die Schwalbe. Ich weiß nicht, ob ich es so machen soll, dass kein Gegenspieler um mich rum ist oder ob ich es realistisch machen soll, wenn man das so sagen kann. Auf jeden Fall kamen hier... Achtung, jetzt mache ich eine Schwalbe. Jetzt mache ich sie, jetzt mache ich sie, jetzt mach doch die Schwalbe. Ja, das ist eine Schwalbe. Und meistens gibt es dann den Freistoß für den Gegner, weil eine Schwalbe ja natürlich zu einem Freistoß für den Gegner führt. Aber wenn man das, glaube ich, richtig gut macht im 16er, dann kann das ab und zu auch mal einen Elfmeter geben. Also teilweise kann das, glaube ich, auch mal aufgehen, aber an sich finde ich das irgendwie richtig lustig. Ich meine, teilweise sieht es dann auch richtig behindert aus. Aber ja, ansonsten finde ich die Schwalben eigentlich eine richtig coole Sache. Lewandowski jetzt mit dem Tor. Was für ein Tor. Das war ein richtig schöner Schuss. Zwar aus dem Stand, zwar ein bisschen unrealistisch. Sieht zwar so ein bisschen aus wie Suarez, wenn man sich ehrlich ist. Auf jeden Fall war das mal ein Tor von Lewandowski. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Situation. Oh, jetzt kommt der Gegner mal hier bei Manuel Neuer. Ist zur Stelle. Und wie der gerade gelaufen ist. Mann, das ist einfach nur lustig. Also das ist wirklich... teilweise schon fast lächerlich, wie die Torhüter hier laufen. Schauen wir mal, dass wir den Ball nochmal bekommen, dass ich euch das nochmal zeigen kann. Oh mein Gott, was macht Manuel Neuer denn da? Er müsste nur hineinrutschen und sich den Ball einfach mit den Händen schnappen, aber er geht einfach hin und probiert den Ball mit dem Fuß wegzuschießen. Richtig komisch und somit steht es 2:1. Wenn ich jetzt nach rechts drücke, geht das nach links und wenn ich nach links drücke, nach rechts. Das finde ich ein bisschen blöd. Ich meine, das soll sozusagen das Effet sozusagen darstellen, aber das finde ich irgendwie nicht so gut. Das finde ich ein bisschen verwirrend, wenn ich ehrlich bin. Und das sind Schusstäuschungen, die sehen auch richtig lustig aus, allerweise aus der Distanz. Der Ball geht aber auch am Tor vorbei. Das war schön gespielt und jetzt Schweinsteiger mit dem Tor und das war ein richtig schönes Tor. Hier kann man auch jubeln. Ich habe jetzt, glaube ich, mal irgendwie den ersten Jubel genommen, ich weiß gar nicht. Das Tor war jetzt aber mal ein richtig schönes, eigentlich ein schöner Distanzschuss. Zuerst der Doppelpass, schöne Grätsche, dann eben der Doppelpass und dann, ja, der Abschluss und dann eben das Tor. Somit steht es dann, glaube ich, 2:2. Oh, sorry, steht gleich 2:2. Ich hatte es irgendwie so im Kopf. 3:1 steht es. Ich glaube, zur Halbzeit habe ich auch gesagt, dass wir 2:1 hinten sind. Ich bin mir jetzt aber gerade gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall steht es 3:1 für uns. Schöner Pass. Kein Abseits. Ribéry mit dem Finesse-Shot. Und das hat echt nicht schlecht ausgesehen. Der Ball geht dann noch an die Stange. War auf jeden Fall ein richtig guter Schuss. Oh, das Tackling, das war schon richtig fein. Also die Tacklings, die sehen eigentlich auch richtig cool aus, wenn man ehrlich ist. Aber sonst, wie gesagt, das Gameplay, das ist ja so lala eigentlich. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, aber es ist trotzdem nicht so gut wie in FIFA und die Tormänner sind wie immer auch nicht so gut. So Freunde, das war es jetzt auch schon. Das Spiel endet mit 3:1 für uns. Bayern München gewinnt sozusagen, dann geht es. Gegen AS Rom, nicht GS Rom. Ja, dann war es wie gesagt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr mehr Pro Evolution Soccer sehen wollt. Und schreibt mir auf jeden Fall auch gerne eure Meinung zu PES 2016 in die Kommentare. Ganz, ganz wichtig, wer es noch nicht gespielt hat, sollte es auf jeden Fall mal testen. Es war eigentlich nicht allzu schlecht. Am Anfang war ich mehr enttäuscht als am Ende sozusagen. Man gewöhnt sich nach der Zeit dran, wenn man immer FIFA spielt. Es ist natürlich auch mal was ganz, ganz anderes.
Ladet es euch auf jeden Fall runter, falls ihr es noch nicht getestet habt. Das ist ja gratis, deswegen kann man sich das auf jeden Fall mal gönnen. Und dann war es auch schon wieder mit dem Video. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute. FIFA All Stars.